In diesem Video geht es um die sogenannte elektromagnetische Induktion und wir gucken uns gleich ein Experiment an, für das wir folgendes Material brauchen. Und zwar haben wir hier einen Dauermagneten, an dem ein Zeiger befestigt ist. Und damit wir jetzt die Bewegung von diesem Zeiger besser nachvollziehen können, platzieren wir eine Skala dahinter. Den Magneten selbst platzieren wir innerhalb einer Spule und diese Vorrichtung, die wir uns hier gebaut haben, hat auch einen Namen. Das nennt sich ein Galvanometer. So, noch ein paar Worte dazu. Der Zeiger schlägt aus, wenn durch die Spule elektrischer Strom fließt. Weshalb ist es so? Der Zeiger ist ja an einem Magneten befestigt. Und die Spule wird zu einem Elektromagneten, wenn durch diesen Leiter dein Strom fließt. Und je nachdem, wie rumgepolt dieser Elektromagnet ist, wird dieser Zeiger nach links oder nach rechts ausschlagen. Und so können wir nachweisen, dass in einem Leiter Strom fließt. Zusätzlich benötigen wir eine weitere Spule. Diese verbinden wir mit dem Galvanometer. Und als letztes brauchen wir noch einen Dauermagneten. Das Experiment werden wir uns in Teilen gleich in echt anschauen. Und für die Deutung gucken wir uns eine 3D-Animation an. Der Grund ist, in der 3D-Animation kann man auch die Magnetfeldlinien besser darstellen und das wird uns helfen, die Situation besser nachzuvollziehen. Okay, wir haben hier das Galvanometer. Lasst euch von dieser Spule hier nicht irritieren. Die dient jetzt einfach hier als Stativ. Sonst kann man das Ding gar nicht hinstellen. Und dort die eigentliche Spule. In der Spule befindet sich gerade ein Magnet. Wir sehen gerade, dass der Zeiger sich nicht bewegt. Wenn ich aber den Magneten hier rausziehe, sehen wir einen Ausschlag. Der Zeiger wackelt jetzt so ein bisschen aufgrund der Trägheit. Also ist einfach eine Nachschwingung. Und genauso, jetzt muss ich den nur beruhigen, wenn ich den Magneten in die Spule hineinführe. Auch da sehen wir Ausschläge. Also jedes Mal, wenn sich der Magnet in der Spule bewegt, wird ein elektrischer Strom induziert. Man könnte meinen, dass es jetzt an der Bewegung des Magneten liegt. Wenn ich den Magneten aber jetzt wieder da reinstecke und ihn innerhalb einfach nur drehe, passiert rein gar nichts. Also wenn ich jetzt hier den innerhalb der Spule drehe, tut sich nichts. Ausschlaggebendes entweder sich hinein oder heraus zu bewegen. Nun kommen wir zu der Animation. Ich glaube, das meiste ist selbsterklärend. Wir haben jetzt hier den Dauermagneten und die blauen Linien. Das sollen die Magnetfeldlinien sein von diesen Magneten. Jetzt werden wir den Magneten relativ langsam in das Innere von der Spule hineinführen. Und haben dort einen relativ kleinen Ausschlag von dem Galvanometer gesehen. Der Grund ist, die Anzahl der Magnetfeldlinien, die die Spule geschnitten haben, hat sich langsam geändert.
Ja, an dieser Stelle geht es wirklich darum, wie sich die Anzahl ändert und nicht wie viele es sind. Es kommt wirklich nur auf die Änderung an. Beim Herausziehen werden wir etwas schneller vorgehen. Wenn wir den Magneten also schneller herausbewegen, wird der Ausschlag größer. Und da sich jetzt die Anzahl der Feldlinien sozusagen in die andere Richtung verändert hat, die Anzahl der Magnetfeldlinien in der Spule hat abgenommen, haben wir jetzt auch einen Ausschlag in die andere Richtung. So, als letztes schauen wir uns an, was passiert, wenn wir den Magneten innerhalb der Spule drehen. Dreht sich der Magnet, wird sich natürlich das Magnetfeld mitdrehen. Was sich aber nicht ändert, ist die Anzahl der Linien, die die Spule schneiden. Das bedeutet, obwohl sich das Magnetfeld bewegt, ändert sich im Prinzip das Magnetfeld für die Spule nicht. Und deshalb sehen wir auch hier keinen Ausschlag, weil auch kein Strom in der Spule induziert wird. Induzieren ist nämlich auch das Fachwort dafür, wenn wir mit Hilfe von Magnetismus einen elektrischen Strom hervorrufen. Fassen wir also unsere Beobachtung und Deutung zusammen. Wird der Dauermagnet in die Spule hinein bzw. aus der Spule heraus bewegt, so schlägt der Zeiger des Galvanometers aus. Die Richtung des Ausschlags hängt von der Bewegungsrichtung, der Magnetpolung und der Wicklungsrichtung ab. Die Stärke des Ausschlags hängt von der Geschwindigkeit und der Windungszahl ab. Nun zu den Deutungen. Ändert sich die Magnetfeldstärke um eine Spule, so werden in der Spule Ladungsträger bewegt. Man sagt, es wird ein Strom induziert und das Phänomen wird elektromagnetische Induktion genannt.